Ja, also ganz untätig möchte man halt auch nicht daneben sitzen, ne? Jo, ne? Ich weiß auch gerade nicht, was wir so brauchen. Eisenform wäre jetzt Quatsch. Ja. Da wir eigentlich die meisten Ressourcen haben. Und 30.000 im Cargo-Container. 10.000 im Cockpit. Survival-Kit hätte ich noch Platz. Ich glaube, ich kann gleich zurückfahren. Ja. Ich habe mal so ein bisschen anderes Konzept gemacht, weil ich kann kein, also ich möchte jetzt nicht so Ewigkeiten rumbasteln, bis der Verbinder halt passt mit dem Auto. Also habe ich jetzt einfach nur einen Auswurf dran gebastelt. Autsch. Reicht das nicht, wenn du eine Rampe baust in einer bestimmten Höhe? Na, nee, ich habe bei meinen Autos auch mal verdammt lange gebastelt, dass die in der richtigen Höhe wurden, ist richtig. Weil dann müsstest du alle Autos halt gleich basteln, ne? Und dann die Höhen einstellen. Ich. Von den Reifen. Die habe ich dann irgendwie immer noch mit angepasst. Ich habe gerade nur festgestellt, dass ich wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr mit diesen Dingern gearbeitet habe. Das ganz am Anfang habe ich das gemacht. Da habe ich so ganz kleine Frachtschiffe gebaut, die wirklich nur mit Solarenergie liefen. Und habe die dann halt mit einem Auswurf versehen, dass die dann oben auf so einer Landeplattform drauf. Und dann haben sie dann einfach nur alles entladen, Ewigkeiten lang. Weil es dauert halt auch mega lange immer, ne? Aber dann irgendwann bin ich zu übrigens alles immer noch mit Verbinder zu machen. Ja, ich mache das auch gerne mit dem Verbinder eindocken und fertig. Richtig. Aber du hast ja am Anfang hast du mal ein paar Fahrzeuge und dann nimmst du ja die Flugzeuge. Und mit dem Flugzeug ist ja schneller mal angedockt. Ja, das ist unproblematisch zum Glück. Ja. Nein, dein Fahrzeug muss auch mal aufpassen, dass du nicht irgendwo falsch angezogen wirst. Mhm. Das ist dann Dock und dann schwebst du sonst wo. Das ist das riesige Problem bei den Dingern immer. Es hat ja doch ganz schön Kraft. Aber das kannst du ja auch einstellen, ne, die Kraft. Ja. Aber ich da fehlt mir jetzt auch die Routine. Runtergestellt extra. Mhm. Ich mir jetzt einfärben, vorsichtshalber. Magnesium. Haben wir Silizium schon? Ja. Hab ich Silizium? Ja, hab ich schon. Gut. Ja, ich habe ja auch wieder nicht alles ein. Nur gerade wieder über Silizium drüber gefahren. Nicht, dass ich es vergesse. Ist ja schwer. Riecht da doch schon mal ein bisschen anders aus. Ja, du könntest ja mal okay, unten am da See kommt so irgendwas. Cargo Dropper. Nee, ja. Attacking Position. Human Dropper. Okay, 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 okay. Das ist uncool. Mega uncool. Ich pack schon mal das Auto um. Mhm. 3%. Da kommt mehr runter sozusagen. Kommt der mir hinterher? Fahre ich dem entgegen? Warum kann ich hier nicht sehen? Bei mir wird der Abstand kleiner.
Na, die Gatlings sind fleißig zugange. Hm? Haben's auch. Ist schon kaputt? Ja. Aber wir haben noch was anderes. Von oben kommt auch. In 7 Kilometer Entfernung muss irgendwo sein. Was 14% hat und neu Zeug bringt. Ich lasse mal das Auto hier vorne bei Auto. Da, ich habe mir die ganzen Geschütze da deaktiviert. Dann haben wir auf jeden Fall wieder ein Backup. Was zur Hölle? Was? Ich war gerade dran und habe den Reaktor deaktiviert vor dem Schiff. Da schossen unsere Gatlings auf einmal und dann explodierte dieses Schiff. Oh, Recharging. Ah, oh, da ist schon wieder so eine Kommunikationsanlage. Toll. Das meinte ich wohl, hm? Ah, schön. Ich freue mich drauf. Ressourcen. Das wird garantiert ein riesiger Spaß werden. Mhm. Kommt, ihr braucht jetzt nicht die ganze Zeit drauf ballern. Das macht doch alles kaputt. Da oben liegt auch noch was. Ach so, ach so. Warte mal, ich guck mal, was ist denn das hier oben? Da, das ist ein. Ne, ist nur ein Baum. Warum den denn hingeballert hier? Ich sehe hier gar nichts. Ja, eigenartig. Da oben ballert was auf uns. Also hier in der Basis sehe ich nichts. Oben auf dem Berg? Ne, das sind wir, die da hochballern. Hm. Hier ist Eis. Siehst du das da oben? Ach da, ja, ich sehe es gerade. Ja. Genau da. Ein Fahrzeug gewesen, glaube ich. Ich hab gerade. Oh ja, es war ein Panzer. Gerade zu viel Eis einstecken, das mich erstmal hinterbringen. Wir haben ein Panzerblatt gemacht, deswegen hat das ein bisschen gedauert. Gut, dann werden wir nochmal, glaube ich, ein Geschütz brauchen hier. Thema. Boah, jetzt leckt es aber ganz schön hier. Mhm. So, hier ist was runtergekommen. Ballern immer noch? Na, bisher nicht. Also jetzt zumindest nicht mehr. Na doch, jetzt gerade noch ein bisschen. Was haben sie wohl noch gesehen, was sie erschreckt? Ah, sieht auch wieder geil aus, der Panzer, ne? Ja, er ist schon schnieke gemacht, muss man wirklich sagen. Steht auch sehr gut. Hier ein Schrott rumliegt. Was die hier weggeballert haben. Ich bin fast voll. Ich komme zurück. Mhm. Eieieiei. Dann setze ich jetzt hier einfach nochmal so ein Geschütz hin. Ein bisschen erhöht. Mhm. Das besser trifft, meinst du? Ja, weil das andere kann halt da nicht hinballern wegen den Geschütztürmen. Wegen den Windtürmen halt, ne? Wegen der Windkraftanlage. Und das jetzt ist halt dann hier wenigstens freie Schussbahn. Supraleiter. Ich glaube, Supraleiter hatten wir aber. Wir hatten ja Gold und alles schon. Jojo. Supraleiter. Hatten wir nicht. Ansonsten muss ich nochmal los Gold holen oder sowas. Ich glaube, das müsste aber passen. Ich guck mal.
Packen wir mal das Gold an hier. Ja, das haben wir schon verbraucht, das Gold mittlerweile. Werde ich jetzt auch mal alles wegpacken, werde ich da jetzt auch mal hin. Gold abholen. Die brauchen wir da ja nicht für. Ja, da geht's so. Da hoffe ich. Dann zerlege ich mal den Panzer hier weiter. Mhm. Wenn du da Supraleiter findest. Oh, ist schon fertig mit dem Auswerfen. Oh, das ging jetzt aber schnell. Ja, mein Auto muss ich auch noch von hinten holen. Ist auch komplett voll. Also das hat gut funktioniert, da bin ich immer begeistert. Jetzt bin ich wieder mutig, mich auf der Reifen zu stellen. Das kenne ich von früher noch. Du kannst ja nur extremsten Klang produzieren. Auch mit dem kennst du dich ja persönlich aus. Ja. Den hast du ja auch gemietet. Das ist ja Hammer. Ja, wir sind richtig dicke Kumpels. Also. Mhm. Ah, ätzend. Ja, es gibt so Sachen, auf die kann man locker verzichten, ne? Mhm. Weiß gar nicht, was hatte ich denn die Tage? Weißt du? Ja gut, okay, da war ich selber dran schuld. Da wollte ich Schutzschild das erste Mal ausprobieren. Und hab dann eine fliegende Waffenstation gesehen und dachte mir so, ja, hört sich ja interessant an. Und kannst du gleich mal das Schutzschild testen und fliegst da mal so hin und guckst mal, wie das dann ist. Ja, das Schutzschild hat nicht ausgereicht. Ich bin dann senkrecht in den Boden gerast, aber zum Glück war noch genug intakt, dass ich das Schiff retten konnte. Mhm. Aber es war auch wieder so einer dieser Momente, wo man denkt, so, nein, es, hätte man vielleicht so dreimal drüber nachgedacht, hätte man gesagt, so, ist eine doofe Idee, lass mal lieber sein und bastel dir lieber so ein Schrottschiff dafür, anstatt dein gutes Schiff zu nehmen. Ja, das wäre zu einfach, ne? Ja, das kann halt jeder, ne? Außerdem, das Schiff stand halt auch gerade da, es war fertig, es musste nur einsteigen und losfliegen. Ja, gerade fertig, genau. 2 Minuten aus Leben. Mhm. Ich muss was finden, wie ich es kaputt machen kann. Cool, ich bin gleich wieder da. Jo. So, weiter geht's. Sehr schön. Aber ein Gyros haben sie an dem Panzer nicht gespart, ne? Hier 2, 4, 6, 7, 8, 9, da sind schon ein paar rausgeschossen. Ja, das ist krass, ne? Wie viele das sind. Die wirst du sicherlich für irgendwas auch brauchen. Ist vielleicht nicht so gut, sich hier drauf zu stellen, was abfällt. Aber das Schiff ist... Ja, ich habe auch keine Anzeige mehr gekriegt mit den Prozenten, ne? Zum Glück. War es der Panzer? Nee, das... Aber das war doch im All, oder? Ja, es flog weiter hinten, aber das war doch nur 5-6 Kilometer weg. Vielleicht ist abgehauen. Hat erkannt so, ah, nö. Erste Welle ging schief, nee, hau mal lieber ab. Rückzug! Ja. Kommen wir mit noch mehr am besten wieder beim nächsten Mal. Ja, genau. Fliegt nach Hause petzen. Und bitte nicht. Wie war das, Aufklärer? Mhm. Tarntäuschen petzen? Ja. Ja. Könnte hier dann auch gut passen. Oh ja, da sehe ich irgendwas. Ist das ein abgestürztes Schiff? Welche Richtung? Hügel. Ja. Hügel hoch? Mhm. Oh ja, das ist so ein Frachter. Da müssen wir mit den Buggies her. Wobei, hier kommen wir mit den Buggies nicht hin.